eine große norddeutsche Barockorgel, wie unsere Abschnittgeorgel hier in der Ludgeri-Kirche im Norden, lebt ganz besonders von der Fülle der unterschiedlichen Klangfarben. Es gibt leise Flöten, es gibt aber natürlich auch sehr kräftige, klare Prinzipalstimmen, wunderbare Zungenregister, und es lohnt sich, die mal ein bisschen vorzuführen und gegeneinander zu setzen. Ich beginne mal mit den Prinzipalen, die man auch im Prospekt ja sehen kann, und spiele zunächst mal den Prinzipal 8 Fuß vom Hauptwerk. Das ist also ein sehr klarer Klang, gleichzeitig so ein bisschen füllig. Dasselbe Register im Rückpositiv ist auch sehr klar, aber gleichzeitig ein bisschen streichender. Darauf aufbauend gibt es natürlich sowohl im Hauptwerk als auch im Rückpositiv eine Oktave 4, also auch ein Prinzipalregister. Halbe Länge, aber eben dann ja eine Oktave höher klingend. Zunächst im Hauptwerk die Oktave 4. Im Rückpositiv klingt die Oktave 4 dann folgendermaßen. Und es gibt in beiden Werken eine Oktave 2 Fuß. Im Hauptwerk hört sich das dann so an. Und dagegen dann das Rückpositiv mit der Oktave 2 Fuß. Aber das Register Oktave 2 spielt man eigentlich selten alleine, weil das ja ganz hoch und piepsig klingt. Das braucht also eine klangliche Basis. Deswegen registriert man da meistens Prinzipal 8 und Oktave 4 dazu. Das klingt dann auf dem Hauptwerk folgendermaßen. Das gleiche im
rückpositiv. Dann kommen noch dazu die sogenannten Mixturen, die Klangkronen der Orgel, die den Klang nach oben hin erweitern und kräftig und ganz farbig machen. Im Hauptwerk hört sich das so an. Positiv ziehe ich mal den sogenannten Scharf mit dazu. Und damit hat man eben den sogenannten Plenumsklang, der sehr kräftig ist und sehr farbig. Da kann man eben wunderbar zum Beispiel eine große Gemeinde beim Singen damit begleiten oder ein festliches Präludium spielen. Aber in die Familie der Mixturen zählen auch noch andere Register rein. Das waren jetzt Mixturen, die auf Quinten und Oktaven aufgebaut sind, also mit mehreren Pfeifen pro Taste, 4 bis 6 Pfeifen pro Taste, sehr hoch. Es gibt auch Terzmixturen, wie zum Beispiel die Sesquialtera im Rückpositiv. Ja, das macht den Klang also besonders farbig, obertonreich, und dieses Register stammt noch aus den Vorgängerorgeln, hat Schnittke also übernommen. Es klingt wunderbar weit und füllt den Raum hervorragend vom Rückpositiv aus. Da kann man also sehr gut die Gemeinde beim Singen damit begleiten. Dann gibt es noch im Rückpositiv eine tiefere Mixtur, den sogenannten Tertian, ebenso wie die Sesquialtera, 2 Pfeifen pro Taste, und der basiert eigentlich auf einer 16 Fuß Basis. Das heißt, ich müsste eigentlich ein 16 Fuß Register darunter spielen. Das mache ich jetzt mal mit dem Pedal der Orgel und registriere dort prinzipal 16 Fuß, Oktave 8 Fuß und Oktave 4 Fuß. Hand habe ich eben auf dem Hauptwerk gespielt mit den Prinzipalen 8, 4 und 2, und dann hat man eigentlich schon eine komplette Registrierung, um ein schönes Lied zu begleiten, und die Solostimme kommt dann im Rückpositiv eigentlich wunderbar deutlich zur Geltung. Jetzt wechseln wir aber mal zu einem anderen Teilwerk und gucken uns mal das sogenannte Brustpositiv der Orgel an, das sich direkt überm Spieler befindet, dem Organisten also in die Brust spielt, wie die Leute damals gesagt haben. Und da gibt es auch ein Register aus der Prinzipalfamilie, ein Prinzipal 2 Fuß.
Und wenn man da die entsprechenden tieferen Register dazu addiert, dann haben wir auch einen kleinen Plenum-Sound sozusagen im Brustpositiv. Das fünfte Teilwerk der Orgel, ganz oben hinten an der Wand versteckt, das Oberpositiv, hat als Prinzipalbasis, also als tiefstes Prinzipalregister, eine Oktave 4. Jetzt hören wir uns mal eine andere Registerfamilie an. Es gibt natürlich auch wunderbare Flötenstimmen in der Orgel. Und mein absolutes Lieblingsregister ist das Register Gedakt 8 Fuß im Rückpositiv. Das stammt noch aus den Vorgängerorgeln, geht also bis ins Jahr 1567 zurück und klingt wunderbar füllig, ist recht weit mensuriert, reicht also klanglich in die Renaissance rein. Und spricht trotzdem sehr deutlich im Raum. Demgegenüber stelle ich jetzt mal die Hollflöte im Oberpositiv, die Hohlflöte. Die ist aus Holz gemacht und klingt wunderbar füllig und weich und füllt schon alleine den ganzen Chorraum der Kirche. Und dazu passt natürlich dann im Hauptwerk die Rohrflöte. Das ist also ein Gedaktregister, was oben im Deckel so ein kleines Röhrchen hat. Das gibt so einen ganz besonderen Strich, eine besondere Farbe. Und wir hören noch das 8-Fuß-Register aus dem Brustpositiv, das Gedakt 8 Fuß. Und genau wie bei den Prinzipalregistern haben natürlich auch die Flöten Verwandte in höheren Fußtonlagen. Sehr schön an dieser Orgel sind die Vierfußflöten, zum Beispiel die Rohrflöte, vier Fuß im Rückpositiv. Musik
Dagegen setzen wir mal die Spitzfleut vier Fuß im Hauptwerk. Wunderschön topfig klingt dagegen die Blockflöte vier Fuß im Brustwerk. Und wir haben auch diverse Zweifußflöten, eine Waldflöte, Zweifuß im Rückpositiv, die klingt ganz glitzernd und hell. Und auch hier empfiehlt sich natürlich, da was drunter zu packen, zum Beispiel das eben schon gespielte Gedakt 8 Fuß. Und das Pendant im Hauptwerk wäre dann also Rohrflöte 8 Fuß und Gemshorn 2 Fuß. Gespielt mit dem Hauptwerk. Besonders schön ist diese Kombination, Flöte 8 und 2, auch im Oberwerk, wo wir ja noch eine Flachflöte 2 haben. Das klingt dann so. Aber es gibt natürlich an einer großen Orgel auch so Zwischentöne, sage ich mal, nämlich Register, die nicht genau eine Oktave höher oder tiefer liegen, sondern die vielleicht im Quintabstand gebaut sind. Zum Beispiel der Nasard, 2/2 Drittelfuß im Hauptwerk, gibt den Flöten im Hauptwerk, 8, 4 und 2, eine besondere Klangfarbe. Die Begleitung war jetzt gespielt im Rückpositiv in der linken Hand mit Gedakt 8 und Rohrflöte 4. Ja, wir kommen jetzt zur Familie der Zungenpfeifen. Das sind normalerweise so etwa 20% der Orgelregister. Wir haben hier also 10 verschiedene Zungenstimmen.
Und ich beginne mal mit dem Dulcian, 8 Fuß im Rückpositiv. Ein sehr schlanker, vokaler Klang, der sehr, sehr gut zeichnet im Raum. Je nach Bauform klingen die Zungenregister schlanker oder dicker, nasaler oder runder. Wir hören jetzt gegen den Dulcian im Rückpositiv mal das Regal 8 Fuß vom Brustpositiv. Das klingt dann folgendermaßen. Die Trompetenregister der Orgel klingen etwas runder, die haben wesentlich längere Becher, wie man sagt, also einen längeren Pfeifenkörper, was einen dunkleren Klang hervorruft. Zum Beispiel im Oberwerk bei der Trompete 8. Dazu spiele ich jetzt noch die Schalmei 4 Fuß, also auch ein Trompetenregister, eine Oktave höher klingend. Aber im Oberwerk hat sich sogar noch ein drittes Zungenregister versteckt, nämlich die Vox Humana 8 Fuß. Also eine menschliche Stimme gibt es hier auch noch an der Orgel. Und die klingt nun wiederum recht schlank und nasal. Besonders apart klingt dieses Register zum Beispiel auch mit Tremolant und der Hollflöjt 8, die noch eine gewisse Fülle mit reinbringt.
Und als klangliche Basis haben wir im Hauptwerk dann eine Trompete 16 Fuß. Das klingt dann also eine Oktave tiefer als notiert, recht dunkel. Besonders festlich wird der Klang, wenn man jetzt verschiedene Zungenstimmen der Orgel zusammenkoppelt. Es gibt ja eine sogenannte Schiebekoppel. Da kann ich also das dritte Klavier verschieben und es dann mit vom zweiten Klavier aus bedienen. Und jetzt addiere ich mal zur Trompete 16 Fuß, die Trompete 8 Fuß und die Schalmei 4 Fuß vom Oberwerk. Dann haben wir also drei Zungenregister, einen richtigen Zungenchor zusammen. Das klingt dann so. Sogar noch das Regal vom Brustpositiv mit dazu, dann wird der Klang etwas zeichnender. Und jetzt brauchen wir noch eine Basis in der Basslage, da kommen dann Posaune dazu im Pedal, die spiele ich zunächst mal alleine. Posaune verstärke ich noch durch eine Trompete 8 Fuß im Pedal. Oben drüber kommen jetzt die ganzen Zungenregister der Manualwerke. Wenn man jetzt zu den Zungenstimmen noch Prinzipale dazu bringt oder auch die Mixturen, dann bekommt man den ganz großen, festlichen Klang. Also, ich fange mal an mit den Prinzipalen vom Hauptwerk. Da kommen jetzt dazu Prinzipal 8, Oktave 4, Quinte 3 und Oktave 2. Da muss ich natürlich im Pedal auch noch was ergänzen, nämlich Oktave 4 und Rauschpfeife. Das ist eine tiefe, zweistimmige Pedalmixtur. Und dann habe ich jetzt schon einen recht kräftigen Gesamtklang. Thank you.
Dann kann ich den Klang nach oben hin aufhellen, indem ich zum Beispiel noch die Mixtur im Hauptwerk dazu ziehe und den Scharf im Oberpositiv und die achtfache Mixtur im Pedal. Wenn man dann noch das Scharf, das Vierfache, nämlich die Brustpositivmixtur mit dazu zieht als letzte Klangkrone, dann hat man wirklich den vollen, kräftigen Plenumsound der Abschnittgeorgel in Norden.